Ich sage es immer wieder, ich finde es fantastisch, wenn ich in ein Hotel komme und es ist persönlich geschrieben. Ein persönliches Willkommen. Und willkommen habe ich mich im West End Hotel am Times Square gefühlt. Schon ein bisschen, ich würde mal sagen, die Jahre gekommenes Hotel, aber ich meine, 40, 45 Stockwerke und hier ist der Horn im 44. 44. Stockwerk direkt hier über Manhattan, also der View ist gigantisch. Also das macht natürlich absolut Freude und ich muss sagen, ich wurde hier sehr nett begrüßt. Es ist ja also immer wieder überraschend. Ich meine, dass man in diese West End, auch Marriott Hotel kommt und dann merkt, es funktioniert das System. Also ich meine, darum geht's ja. Also es braucht ja nur funktionieren, dann ist alles in Ordnung. Dann fühlen wir uns als Member eigentlich recht wohl, weil dann kriegen wir schöne Upgrades und dann ja, werden wir nett begrüßt und es gibt kleine Extra-Bonis und und. Also ich meine, das ist dann schon natürlich toll. Und na klar, also das ist hier kein 5-Sterne-Luxushotel, sondern das ist wirklich, ich würde mal sagen, das war mal ein 4-Sterne-Hotel, ist jetzt ein 3-Sterne-Plus-Hotel, also maximal. Mehr kann man nicht geben, weil das ist hier auch schon mehr so eine Art Bahnhofhotel, weil hier ist unglaublich viel los. Hier wohnen unglaublich viele Menschen gleichzeitig zur selben Zeit und dennoch funktionieren die Aufzüge rauf und runter. Es geht. Also man hat es dann eben aufgeteilt bis 22 und ab 23 dann bis 44. Dazu dann jeweils 4 Aufzüge, da kommt man voran. Aber wenn man das nicht hätte, um Gottes Willen. Und hier ist natürlich eine unglaubliche Frequenzion. Das heißt, hier kommen die Leute rein und raus und hier ist die gesamte Welt. Also, das ist schon enorm. Dafür haben sie das gut gelöst mit dem Eingang. Das heißt also, man kommt dorthin und dann ist also gleich für Marriott Bonvoy Member der Arrival-Bereich. Und ich hatte also auch das Gefühl, dass da jemand war, der sich da täglich drum kümmert. Also, der also sagte, wenn da Leute kommen, ein bisschen aufmerksam war, wenn es klappt, dass er das dann steuert. Also, auch die Mitarbeiter sind recht fit. Es ging alles relativ schnell und vor allen Dingen diese Mitarbeiterin, die mich da eingecheckt hat, die hat immer gelächelt und fand das immer irgendwie ja witzig. Wir haben so ein bisschen miteinander ja auch nett gesprochen und von der Seite kam sie dann zurück und sagte: Warten Sie mal. Und dann ging sie zurück, kam zurück und sagte: Ach, wir haben eine Penthouse Suite für Sie. Guck mal, ganz oben hier. Ja, 44. Stock ist ja nicht ganz Penthouse, aber Präsidenten Suite. Ja, so unter dem Motto. Eben eine schöne große Suite. Schlafzimmer, großer Wohnraum, dann tolles Badezimmer. Also was heißt immer alles toll? Immer alles in diesem 3-Sterne, guten 3-Sterne-Segment. Mit das ist eben das Highlight dann. Du bist dann hier oben und dann hast du diesen fantastischen Ausblick. Du kannst hier schön sitzen, was essen, was trinken und kannst den Tag und die Nacht dann auch genießen. Es war erstaunlich leise. Ich habe gedacht, okay, es ist doch schon sehr hellhörig trotz dieser Fenster, aber die sind eben, ich sag mal, nur doppelt. Man bräuchte doch schon Dreier. Und von der Seite, Lautstärke Manhattan, New York ist um den Times Square schon sehr, sehr laut. Hier hörst du wirklich alles. Und vor allen Dingen, wenn da unten einer schreit, dann hörst du den Schrei auch hier oben, weil durch diese Hochhäuser hallt das alles. Und dadurch kommen diese Töne auf jeden Fall. Und wenn dann noch die Feuerwehr fährt, um Gottes Willen, da ist Land unter. Ich meine, gerade jetzt hört man sie wieder. Ja? Oder auch die Notdienste. Das ist also schon gigantisch. Es gibt hier wie auch in den anderen Hotels diese 30 Dollar, die man eben ja kaufen muss, ja im Endeffekt. Und dann kriegt man es ein bisschen Boni nachher wieder zurück, indem man was isst und dann noch eine Kleidung hat. Und naja, also dieses Prinzip gefällt mir persönlich nicht wirklich. Es ist, wenn man es braucht, gut, aber sonst, wenn du es nicht brauchst, hast du es nicht benutzt und 30 Dollar umsonst bezahlt. Ja, ist alles relativ. Ansonsten, was die Benefits anbelangt, es gab dann eben noch einen Gutschein, 5 Dollar für ein Starbucks-Café. Und ich hatte jetzt auch hier den Late-Checkout für 16 Uhr, war auch kein Problem. Man ist natürlich mitten im Geschehen, auch das ist für dieses Hotel auch interessant. Ich werde ja auch in diesem Marriott Marquis hier links direkt nebendran übernachten. Und von der Seite auch diese Review und Roomtour darf ich euch ans Herz legen, weil es sind eben diese. Was ich immer wieder mal gerne mache, sind so alte klassische Hotels, um zu gucken, sind die überhaupt noch wohnbar? Und man kann sagen, hier, du kannst hier wohnen, man darf eben nicht jetzt großen Luxus erwarten, auch nicht viel, aber was man erwarten darf, ist Neutralität, das heißt also, man ist hier völlig allein und völlig für sich. Hier schnackt einen keiner an, hier kannst du kommen, wann du willst und das ist
Also hier kannst du auch mitnehmen, wen du willst, weil diese Aufzüge sind nicht gesichert durch irgendwas, sondern du bringst einfach, ich weiß nicht, du boost einen Room und dann kannst du da, weiß ich, 5 Leute mit reinnehmen. Also das ist schon so ein bisschen auf dieser Basis. Da glaube ich, wird nicht kontrolliert und das ist auch mit dieser Höhe und bei dieser Menge schwer möglich. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine Suite hätte und würde hier noch 20 Leute untervermieten für eine Nacht, könnte ich hier mit $300 nochmal einen Schotter verdienen. Also das denke ich mir, das werden sicherlich manche machen, weil diese Hotels dazu so ein bisschen verführen, wenn du eben keinen Schlüssel brauchst, um in diese Zimmerhöhen zu kommen. Und deswegen ist es natürlich so, schließt immer alles gut weg. Ich habe ja auch immer hier meine Zimmerkamera an. Das heißt also, ich habe eine Kamera, die mir also im Geheimen aufnimmt, wer durch den Raum geht, was hier so passiert. Und von der Seite, das ist mir schon ganz wichtig, gerade wenn ich in solchen Hotels bin, da brauche ich da ein bisschen Doppelschutz. Und dann bimmelt es eben und dann kann ich sagen, so jetzt muss ich schnell ins Zimmer, ne? Oder ich muss unten an der Security Bescheid sagen. Ja, also was soll ich sagen zu diesem Westin Hotel in New York City hier direkt am Times Square? Ein Hotel, wenn man einen guten Preis, eine gute Rate bekommt, absolut buchbar. Man ist hier recht für sich alleine. Man kann also wirklich sehr, also ohne dass man also erkannt wird, hier durch das Hotel laufen. Man kann sicherlich hier mit 2, 3 Leuten übernachten. Die Ausstattung ist guter, mittlerer Standard. Alles schon in die Jahre gekommen, alles schon so ein bisschen eben, wo man sagt, benutzt. Und wenn man sich ein bisschen was Sauberes zum Saubermachen mitbringt und dann eben so seine Bereiche klar macht, auch einmal das Bett ein bisschen genau durchguckt, es waren jetzt also hier keine irgendwelche Tierchen oder was da, aber das kann bei solcher Massengeschichte immer passieren. Deswegen guckt euch die Betten immer vorher an, bevor ihr schlafen geht. Einmal aufmachen, einmal gucken rechts und links, ob irgendwelche kleinen Ködels oder so da sind oder sonstiges Getier. Mir hat das schon oft geholfen und ich habe dann noch das Zimmer wechseln können. The Westin geht. Kann man machen. In New York am Times Square. I can't stay without you. I can't
can stick without you. Let me be your lover, hey, your lover. Cause I can stick without you. I can stick without you. Sexy.